Hallo, mein Name ist Eddie und ich spiele Prison Architect. Ja, ich weiß, lang, lang ist's her. Die letzte Episode ist schon eine Weile her und die hat auf sich warten lassen, aber umso mehr freue ich mich heute, mal ein bisschen weiter zu spielen. Drück schon mal auf Play. Wir haben gerade Nacht in meinem kleinen, beschaulichen Gefängnis. Aber so klein ist das ja gar nicht mehr, denn in der letzten Folge haben wir es auf 100 Häftlinge geschafft. Okay, es sind jetzt nur noch 98, aber wir haben 103 Zellen, die Kapazität ist da. Außerdem, was haben wir denn noch eingestellt? Wie viele Häftlinge bekommen wir? Insgesamt 100, okay. Eigentlich können wir sagen, voll belegen. Genau, dann kriegen wir auch wieder mehr Häftlinge. Genau, diese Serie Prison Architect, war ja auch so mit das erste, was ich gezockt habe damals, als der YouTube-Kanal gestartet ist. Und ich freue mich einfach immer wieder hierher zurückzukommen. Es gibt auch andere Spiele, die ich gerade lieber spiele, weil sie neuer sind für mich. Prison Architect habe ich mehr oder weniger durchgespielt. Falls euch aber das hier wirklich gut gefällt, dann lasst es mich wissen. Schreibt in die Kommentare, hinterlasst mir ein Like oder, keine Ahnung, klickt die Videos 100 Mal an, damit ich sehe, dass die viele Views haben. Was auch immer euch einfallen lasst. Ich freue mich, das Gefühl zu haben, dass diese Serie hier besonders beliebt ist. Denn mir liegt sehr viel an dem Spiel. Aber ich freue mich natürlich auch immer wieder, ein paar neue Sachen auszuprobieren und vielleicht neue Leute anzusprechen. Denn mit Prison Architect holt man jetzt auch nicht unbedingt die allermeisten Zuschauer auf so einen Kanal. Und dann freue ich mich halt mit ähnlichen Spielen neue Leute zu bekommen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar andere Tipps. Prison Architect ähnliche Spiele. Ich habe ja jetzt eine ganze Weile RimWorld gezockt. Gibt es auch immer noch neue Folgen auf meinem Kanal. Falls ihr noch andere Tipps und Ideen habt, immer her damit. Baue hier schon mal aus für die Zukunft. Man weiß ja nie, was jetzt gleich kommt. Wobei, ich habe einen Plan. Und zwar heißt der Plan 200 Häftlinge. Ich glaube nicht, dass ich das heute alleine anpeilen werde. Aber ich werde darauf hinausbauen. Das heißt, massiv ausbauen ist der Plan. Das heißt auch massiv investieren und darauf achten, dass wir immer genug Geld haben. So, ach ja, das ist mir noch aufgefallen. Hier fehlt eine Verbindung zur Heizung anscheinend. Genau. Anscheinend muss die Warmwasserleitung hier durchgehen. Moment, aber das ist doch da oben. An dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an Flamed, einen großen Fan dieser Spielereihe. Ich hoffe, du schaust auch diese neue Episode und hast deinen Spaß dabei. Was ist denn hier los? Hier fehlt auch Warmwasser. Okay. Da darf man sich ruhig mal beschweren. Und bei wem? Bei wem, wenn nicht bei mir? Was ich mich immer frage, das habe ich schon mal erwähnt, bin ich eigentlich der Direktor? Oder bin ich jemand anders? Bin ich der Architekt dieses Gefängnisses, weil es Prison Architect heißt? Oder bin ich der Direktor, weil der das Sagen hat? Weil ich erfülle ja so eine doppelte und dreifache Rolle. Wie sind denn aktuell die Befindlichkeiten in meinem Gefängnis? Haben alle warme Zellen? Nein, hier drüben haben die noch keine warmen Zellen. Woran liegt denn das bitte? Kann es sein, dass dieser Raum das nicht so gut wärmt wie dieser offene Raum quasi? Muss ich das damit zerstören? Eieiei, damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Aber anscheinend muss ich tatsächlich diesen Raum hier auseinanderreißen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Dinger auf jeden Fall abreißen. Aber ich wollte eigentlich den Raum hier entfernen. Genau. Und hier fehlt auch noch jemand, der Wache hält. Okay, das heißt, hier haben wir was für eine Zelle? Das sollten die Niedrigsicherheitsgefangenen sein. Hier haben wir einen Normalsicherheitstrakt, zwei sogar. Und hier haben wir einen Hochsicherheitstrakt. Diese noch neutral. Können wir uns auch noch überlegen, wie wir das vielleicht langfristig aufbauen, ob wir vielleicht die Hochsicherheitstrakte eher nach hinten verlegen
und dann hier zwei verschiedene Kantinen haben. Wieso ist er nochmal in Schutzhaft? Der wurde ja schon verurteilt, aber was hat er nochmal... Ah, hier, ehemaliger Gesetzeshüter. Dieser Häftling war früher bei der Polizei oder anderweitig im Bereich der Strafverfolgung tätig und könnte daher in Lebensgefahr schweben. Ich komme nicht an den Typen dran. Ich bin gerade die Steuerung von Rimworld gewöhnt. Ich weiß gar nicht mehr... Ach ja, so. Wieso haben wir den hier? Spitze. Ein enttarnter Informant. Die Übersetzung ist auf jeden Fall viel besser als bei RimWorld. Das freut mich wieder. Es ist schon lustig, das Spiel zu RimWorld und vergleichst die ganze Zeit mit Prison Architect. Jetzt kommst du wieder zurück und merkst eigentlich, wo du herkommst und was du an dem Spiel gefunden hast und was jetzt in RimWorld vielleicht auch fehlt. Zum Beispiel Toiletten. Die haben keine Toiletten in RimWorld. Was ist denn das für eine Simulation, bitte? Dafür verlieben sich die Charaktere ja nicht. Das wäre schon geil, oder? So ein Gefängnis. Ah, das würde wahrscheinlich auch sehr düster werden, wenn die Charaktere anfangen, hier Liebe und Sex zu haben. Funktioniert das denn jetzt besser mit der Heizung? Das sieht auch viel besser aus. Der Raum muss anscheinend offen sein, was super intelligent ist. So, kann man hier alles durchklicken. Ah, sehr gut. Die drei Zeilen gehen hier hin, die drei hierher. Das ergibt voll Sinn. So soll's sein. Da kann auch mal jemand drin arbeiten und ein bisschen mitputzen. Können auch zwei mitputzen, meinetwegen. Aber eigentlich wollte ich Folgendes wissen. Gleich kommen neue Häftlinge, dann bräuchte ich vielleicht meine Informanten. Ich habe nur noch zwei. Guck mal, den hier. Der steht jetzt unter Verdacht. Da muss ich echt aufpassen. Bandentechnisch... Hier rote, zwei grüne, zwei blaue. Die haben noch nichts erobert, wenn ich das richtig sehe. Wobei hier... Das scheint da über so eine Linie zu gehen, aber ich hatte das noch nicht. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Mit Banden habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung gemacht. Ich habe so viele Alphas gespielt, dass ich noch nicht diese ganzen neuen Systeme kenne. Und trotzdem habe ich vorhin gesagt, dass ich das Spiel quasi schon durchgespielt habe. Ja, soweit bin ich nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall für mich schon durchgespielt. Ich habe schon genug gesehen und das hat mir schon genug Freude gebracht. Trotzdem finde ich es nicht langweilig oder so. Ich freue mich einfach über neue Spiele. Es erscheint jeden Tag so viel Neues. Und ich klinge jetzt schon so, als würde ich diese Serie begraben wollen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube fast schon, das wird eine Serie werden, die ich für immer machen könnte, aber eher seltener als andere Dinge. Also wenn ich irgendwas Aktuelles habe, dann werde ich das vielleicht zwei Wochen lang intensiv machen und dann auch zur Seite legen. Aber Prison Architect, da würde ich auch jederzeit wieder zurückkommen. Da müsste man mich vielleicht ab und zu dran erinnern, dass es das noch gibt. Aber ansonsten gar kein Problem. Ich spiele das wirklich sehr gern. Ja, kommen jetzt hier die neuen mal an. Um 8 Uhr und dann gehe ich nochmal zu meinem Informanten. Oh, hier, der wurde hart getasert. Ausbruchversuch, so nicht mein Freundchen. So, mein Informant müsste jetzt hier irgendwo sitzen, dachte ich. Ach, Sekunde, hier sind wir bei den Informanten, da sitzt er gerade. Oh, 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 hier. Auf dem ist ein Fadenkreuz. Mein Informant hat mir jetzt gesagt, dass hier hinten etwas arrangiert wurde und hier unten. Mal sehr gut, der hat auf jeden Fall ein bisschen Ahnung. Hier sehen wir schon mal... Ein Bandenmitglied, einer ist furchtlos und von einem wissen wir nicht, was der für Werte hat. Aber wir haben mittlerweile sehr viele Eigenschaften, die hier so rumfleuchen und das ist nicht gut, denn jede Eigenschaft ist ein Nachteil für mich eigentlich. Es gibt, glaube ich, keine langsamen Eigenschaften oder schlechten Eigenschaften, die zu meinem Vorteil wären. Okay, ich glaube, mehr kriege ich auch nicht aus dem raus heute, deswegen Informant, gehen wir wieder. Oh ja, Gottesdienst. Ich glaube, das ist der erste, den wir sehen. Ach, guck mal, wie brav die da sitzen. Das Coole an der Kapelle ist ja, dass die jetzt eine Eigenschaft bekommen. Mal kurz Pause, da geht gleich irgendwas so hoch wahrscheinlich. Wenn die hier inspiriert werden quasi, dann... Ich kann es euch, glaube ich, hier gar nicht zeigen.
dann sind die auf jeden Fall beruhigend auf andere. Ah, hier steht's da. Da unten steht besänftigt. Das heißt, wenn sie in der Nähe von anderen sind, beruhigen die die. Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Mit dem Bandenmitglied wird sich erstmal geprügelt. Sehr gut. Oh, die Taser haben sich sofort gelohnt. Was ist mit dem los? Alter, was ist denn das für ein... Alter, was ein Berg, ey. 25 Jahre verurteilt. Auch sehr geil. Die beschweren sich heute extrem. Was ist denn da los, bitte? Ernsthafte Beschwerden. Was habt ihr denn bitte für Beschwerden? Der wurde jetzt auch schön getasert. Sehr schön. Das sieht man jetzt mittlerweile häufiger. Bedürfnisse. Das wollte ich mir anschauen. Familie, Hygiene. Was ist denn mit der Hygiene los? Funktioniert das aktuell nicht? Hygiene. Hygiene heißt auch frische Kleidung, oder täusche ich mich? Oh, der ist bewusstlos. Wieso ist denn der bewusstlos? Okay, bauen wir mal weiter. Wow. Wow. Was geht denn hier eigentlich ab gerade? Ich will hier eigentlich nur ganz in Ruhe bauen. Und die rasten hier gerade alle aus. So, wie groß ist so ein Fundament hier? 11 insgesamt. Und das werde ich hier auch nochmal hinbauen. Wow. Hier ist gerade Krieg, habe ich den Eindruck. Also es kann sein, dass das die letzte Episode wird. Nach all dem, was ich gerade gesagt habe über das Spiel, habe ich gerade den Eindruck, dass die mein Gefängnis zerstören wollen. Aber ich habe ja noch ein paar Mittel dagegen. Ja. Es gibt hier immer noch den Arrest und sowas wie, okay, der freie Schusswaffengebrauch wäre nicht jetzt das, was ich holen würde, aber man kann doch hier die Notdienste holen. Unter den Notdiensten gibt es auch die Bereitschaftspolizei, die mir in solchen Fällen gut helfen könnte. Oh, hier oben, er zerstört alles. Sie zerstören gerade mein halbes Gefängnis. Wir alle rasten aus. Ich glaube, kann es sein, dass sie zu viel gefangen sind? Ist das deren Problem aktuell? Ich zoome hier mal ein bisschen raus, ist dann doch sehr laut. Freiheit. Haben die irgendwie so ein Problem? Freiheit. Auf jeden Fall ist Freiheit auch ein Problem. Vielleicht sollte ich mal deren Tagesablauf ein bisschen anpassen. Vielleicht sogar zwei Zonen machen. Also zwei Gefängnisse oder so. Ich kann ja auch mal sowas wie Hof nochmal reinbringen. Ich mache das mal so hier. Arbeit und Freizeit. Damit haben jetzt die mit der hohen Sicherheitsstufe auch Freizeit. Damit haben die ein bisschen mehr Freizeit. Ein bisschen mehr Freiheit. Ich höre nur Krawalle. Hört ihr das? Wow. Ich hoffe, meine Audioeinstellungen passen, weil sonst habt ihr in dieser Folge nichts von mir gehört. Und nur die Krawalle. Boah, Alter, was ist denn hier los? Alles zerstört, alle rasten aus. Ich habe ja eigentlich so ein klassisches Design, wie man hier sieht. Ich baue immer alle Zellen gleich und alle Wege gleich vielleicht. Verändere ich das hier mal und baue das ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen nervig, dass hier gerade alles abkackt. Leute, ich will auch mal in Ruhe bauen. Das Spiel heißt Prison Architect. Nicht Herr Wachmeister TV oder so. Okay. Wir brauchen eine Gefängnistür hier. Dann direkt daneben. Oder hier in die Mitte. Nee, ja, ich mache mal hier in die Mitte einen Heizkörper. Gucken wir mal, ob hier mal die Sachen ankommen, die ich brauche. Da kommt schon die Tür. Über die steht, kann ich auch den Rest besser überblicken.
Habe ich eigentlich genug Ärzte? Ich habe nur wenige Ärzte, glaube ich. Personal. Ich habe nur 3 Ärzte. Ich glaube, das werde ich auch mal ein bisschen erhöhen. So, die Tür ist erstmal offen. Da wird die hier in Ruhe arbeiten können. Und dann... Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich... ausnahmsweise mal all diese Lampen hier entfernen sollte. Oh, das konnte ich mit einem Klick machen. Okay, sehr schön. Wieso ist denn die Tür nicht offen? Gut, dann kommt da eine Heizung hin. Wo ist denn der letzte... Wie heißt denn das? Boiler. Entschuldigung. Wie heißt das Ding? Ah, Warmwasserboiler tatsächlich. Der ist direkt dort, dann ist das kein Problem. Aber auch sonst brauchen wir hier natürlich Versorgung. Das heißt, hier kommt schön ein bisschen Wasser rein. Und natürlich wieder Strom. Oh. Ich hoffe, das reicht so. Ist das Ding nicht verbunden? Kommen wir, glaube ich, nicht an das Gerät dran. Deswegen mache ich das andersrum. Türkontrollsystem verbinden. Doch, ist damit verbunden. Was mir gerade auffällt, ist, dass hier die Verbindung alle da hochgehen und hier die Verbindung in die Richtung. Ich habe so das Gefühl, dass das falsch ist. Oh, was ist passiert? Kann ich es nicht damit verbinden? Entschuldigung. Habe ich das Spiel verlernt? Ist das Ding voll? Kann das sein? Das habe ich hier im Maximum erreicht. Ich meine, da sind schon sehr viele Kabel dran, aber... Das habe ich ja noch nie erlebt. Mach hier mal sowas weg. Anklicken. Ich fühle mich gerade ein bisschen dämlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Ah. Oh, das war wohl ein kleiner Bug. Jetzt sieht man es. Jetzt geht's auch wieder. Okay. Es war einfach, es wurde einfach nicht richtig angezeigt. Diese Gefängnistür. Ah, hier Türmodus soll natürlich entriegelt sein. Das war der Fehler. Ich habe einfach nur gesagt, dass man sie öffnen soll. Wow. Ich glaube, es ist Zeit für die Riot Police. Haben wir genug zu essen? Bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, die kochen mal ein bisschen schneller. Vielleicht brauche ich auch mehr Gottesdienste, damit die sich ein bisschen mehr beruhigen. So, meine Herren, habt ihr hier mal zu Ende gebaut? Ich überlege gerade, wie ich das bauen könnte, wenn wir hier mal in den Planungsmodus gehen. Ich sehe schon, dass ich es am Ende genauso baue wie hier auch. Aber vielleicht gibt es ja die Option, dass ich Zellen so groß baue. Also oder in die Richtung baue. Dann kann ich hier noch eine Zelle. Da habe ich auf jeden Fall weniger Zellen. Oh, hier, der rastet gerade aus. Ich glaube, die wollen nur Aufmerksamkeit. Oh, jetzt wird es kreativ. Oh. Das kommt natürlich weg. So. Ich glaube, das ist keine gute Idee, ein Gefängnis so zu bauen.
Wie viele Zellen kriege ich hier rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 teilweise. Plus mehrere Betten hier oben. Da können dann zwei, glaube ich, rein. So kriege ich nicht so viele rein. Ach, ich glaube, ich bleibe bei meinem alten Modell. Ja, ja, ich werde es wie hier drüben bauen. Tut mir leid, Leute, da habe ich euch ein bisschen zu viel versprochen. Aber ich will jetzt erstmal, ich will wachsen, ich will investieren und dafür braucht man einfach ein gutes Layout, an das man sich hält. Und ich glaube, das hier ist schon ein ziemlich optimales Layout. Ah, das hätte ich auch einfach nochmal bauen können. So, dann brauchen diese Toiletten natürlich wieder ihre Verbindung hier drüben. Da unten eine, ne, da ist gar keine. Und hier oben wird wahrscheinlich auch keine sein, wenn ich das hier richtig sehe. Was wollte der denn? Ausbruchsversuch, Zerstörung. Classic. Okay, ich wollte noch einen zweiten Hof bauen. Ich habe auch überlegt, diese Kantine ein bisschen zu vergrößern. Wäre vielleicht erstmal wichtiger. So dass ich zumindest einen Tisch mehr da reinbekomme. Das heißt, hier noch eine Bank, einen Tisch, eine Bank. Also, bis dahin. Obwohl, nee, dann brauche ich ja noch ein bisschen mehr. So, Bank, Tisch, Bank. So. Kann ich das eigentlich kopieren? Nee, das geht so nicht. Ich habe mich echt sehr an RimWorld gewöhnt. Jetzt muss ich schon wieder diesen Türservo suchen. Da. So, wieder ein paar neue Zellen. Wenn die gleich fertig sind, was fehlt denn dann noch? Die Toiletten. Obwohl, ne, jetzt zählen die schon. Jetzt haben wir 105 Zellen insgesamt. Hier ist die Kantine vergrößert worden. Kantine, wo bist du? Dort. Ich vergrößere mal bis da und dann kopieren wir mal ein paar Tische und Bänke hier rüber. Und hier wird es einen neuen Hof geben, denn aktuell sind alle hier auf diesem Hof und rasten einfach mal komplett aus. Und das war nicht so der Plan. Deswegen sage ich hier mal... wo bin ich hier? Uff. Ich frage mich, ob der Hof auch ohne Zaun als ein Gebiet gewertet wird, wenn ich hier mal auf die Banden gehe. Tatsächlich, dann ist das ein Gebiet. So, dann ist hier jetzt ein Hof. Und auf so einem Hof, finde ich, da sollte auch Gras drauf. Beziehungsweise hätte ich hier, glaube ich, dann doch lieber ein paar Gehwegplatten. Oh, jetzt habe ich da Kiesel hingebaut, kann das sein? Gehwegplatten. Wieso fehlt denn hier noch Wasser? Habe ich das wieder aus Versehen ausgemacht, tatsächlich. Die werden auch schon in ihre Zellen gesteckt. Oh, 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 hier. Gerade noch prophezeit, dass das hier auf dem Hof passiert. Und jetzt, wo keiner mehr da ist, ist was passiert. Olbe rechts kämpft sich hier frei. Er ist einfach nur verletzt. Sie lassen ihn einfach gehen. Was ist denn das für ein Gefängnis? Wer leidet denn das hier? Diese Taser. Diese Taser. Bringt mir echt sehr viel. Ich muss auch irgendeine gewisse Anzahl an Waffenständern und hier Spinden bauen, glaube ich, damit ich genug Waffen habe. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, wo geht denn hier schon wieder was ab?
Der hier zerstört gerade was. Der hat auch schon was zerstört. Ist denn hier niemand dafür verantwortlich? Entschuldigung. Wache ist erschöpft, das ist nicht gut. Ich glaube, ich brauche mehr Wachen. Mehr Personal, bitte. Entschuldigung, Sie sind eine Wache. Sie könnten mal hier oben aushelfen. Oh, zu dritt gehen die jetzt auf Young. Der hat einen unbekannten Ruf. Wenn der jetzt irgendwie extrem stark ist oder so, haben wir schon mal ein Problem. Hier oben wird gerade der was zerstört. Er versucht auszubrechen. Oh mein Gott, er ist durchgekommen. Oh, sie hat verfehlt. Oder er, er. Alter, wie viele Polizisten sind das denn hier? Er ist relativ weit gekommen. Katastrophal. Ja, das ist ja wie früher, wie damals. Als alles im Bach runterging. Aktuell habe ich auch wieder keine Kontrolle mehr über dieses Gefängnis. Hier soll übrigens überall Gras hin. Und die Idee war, hier noch ein paar Handelbänke und so hinzubauen, beziehungsweise Telefonzellen. Dann hier auch eine schöne Parkbank. Und, ja, wo sind denn hier die Handelbank? Zwei nebeneinander, das sieht doch ganz romantisch aus. Und einen Baum. Ah, da, da haben wir noch mal einen Baum. Sehr schön. So ein neuer Hof, der wird, glaube ich, auch viel bringen. Damit die sich hier nicht mehr stapeln, wenn die irgendwie Pause machen wollen. Aber das Gefängnis läuft aktuell, das freut mich ja. Also es passiert sehr viel und es ist sehr viel Chaos. Die Leute sind unzufrieden. Aber mit den Mechanismen, die ich bislang habe und die sehr simpel sind, funktioniert das alles. Die sind echt nur am Randalieren, denen geht's gar nicht gut. Familie, wieso haben die so ein fettes Familienbedürfnis? Besucher, also die können ihre Familien besuchen theoretisch, die haben Telefonzellen, mit denen sie telefonieren können. Was denen halt wirklich noch fehlt, ist vielleicht die Post. Ich weiß nicht, wie effektiv so eine Post ist, aber die könnten wir auch noch einrichten. Ich überlege gerade, wie man die am besten einrichtet. Räume, Postraum. 5x5 Innenbereich, Sortiertisch, Tisch. Okay, also ich muss den nicht nah an den Eingangsbereich machen, obwohl das schon praktischer wäre. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der hier neben den Laden kommt. Mir fehlt so ein bisschen die Übersicht, wie viel ich über den Laden verdiene. Verdiene ich über den überhaupt was oder verdienen nur die Häftlinge was darüber? Ich glaube nur die Häftlinge wahrscheinlich. Ich könnte auch mal so ein, wie heißt das? Ein Forstgebiet machen. Das ist auch relativ effizient. Auch nochmal eine gute Einnahmequelle. Finde ich natürlich nicht. Beziehungsweise, was mir auch noch fehlt, sind so Werkstätten. Ah, so viel, was ich noch machen kann. Und ich fange. Obwohl hier, das ist ein guter Raum für Werkstätten. Hier hinten, direkt neben dem Klassenraum. Dann kann ich hier so eine kleine Post machen. So ungefähr stelle ich mir das aktuell vor, wobei hier sind die Zellen. Hier hinten die Post. Ja, ja, ja. Ich glaube, so mache ich das. Das heißt, so, folgender Plan. Hier kommen Werkstätten hin. Und hier eine Post. Das muss nur groß genug sein. Das sieht korrekt aus. 5x5. Beziehungsweise ein bisschen mehr. Okay, wenn das die Werkstätten werden, dann brauche ich da vielleicht nur eine normale Tür. Und wenn das die Post wird, vielleicht auch. Ich bin mir da aber nicht sicher. So, herrlich, die stehen gleich. Und sobald die Räume stehen, werde ich die mal kennzeichnen. Und mich dann hoffentlich nächstes Mal daran erinnern, die fertigzustellen. Und jetzt habe ich auch schon wieder eine halbe Stunde gestreamt.
und die Zeit dabei ganz vergessen. So, wir haben hier links den Postraum, der so gleich fertig ist. Oder auch nicht. Okay, da drüben die Klassenräume oder die Werkstätten sind zuerst fertig. Die sind groß genug, sehr gut. Und dieser Raum sollte jetzt auch fertig sein. Dachte ich. Kommt schon, Leute. Das geht auch ein bisschen schneller. Herrlich, da ist es. Genau, da kümmere ich mich nächstes Mal drum. Bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr noch ein paar Ideen und Tipps habt, bitte in die Kommentare damit. Und wenn euch das gefallen hat, liked das doch mal oder schreibt mir auch. Ich freue mich auch über private Nachrichten. Und dann weiß ich auch, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Prison Architect spielen sollte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Prison Architect.